Wir befinden uns in Castrop-Rauxel in der Europahalle zu GMC 5. Neben mir Mick Mokke-Jocke von Combat Club Cologne, der gerade erfolgreich gegen Fabian Hindenberg gekämpft hat. Mick, erstmal Gratulation zum Sieg. Wie wichtig war es jetzt für dich, jetzt heute mal zu zeigen, dass Mick Mokke-Jocke noch nicht zum alten Eisen gehört? Danke erstmal für die Gratulation. Bitte. Der Kampf heute war wichtig, so wie jeder Kampf wichtig ist. Jeder Kampf ist ein Kampf aufs Neue. Die Vorbereitung, die Überwindung und so weiter. Jeder Sportler weiß, wovon ich spreche. Nach der vergangenen Niederlage, die du gerade angesprochen hast, zwei Niederlagen in Folge sogar, war es schon wieder wichtig, wieder auf die Gewinnerspur zu kommen. Ich habe auch mit Leuten, die den Kampf nicht verfolgt haben, meine alten Kämpfe, und gesprochen habe im Nachgang. Und wie war es? Ja, ich habe verloren. Was? Du hast doch erst den letzten verloren. So, die waren das gar nicht gewohnt, mich als Verlierer zu sehen, sag ich mal. Und deswegen war es für mich persönlich schon wichtig, wieder mal zu zeigen, wozu ich noch fähig bin und die Leistung auch abrufen zu können. Mick, wenn du mir erlaubst, würde ich ganz gerne nochmal auf den letzten Kampf zu sprechen kommen bei Respect. Man hatte für jemanden, der dich auch so kennt, das Gefühl gehabt, du bist total eingefroren und wirklich wie vereist gewesen. Du warst nicht der Mick Mokke-Jocke, den man kannte und wie Mick Mokke-Jocke eigentlich normalerweise kämpft. Heute haben wir den Mick Mokke-Jocke wieder zurückgesehen. Bist du mit deiner Leistung so zufrieden und wie wichtig war das auch für dich, dass dieser Knoten endlich mal platzt? Du hast bestimmt recht, der Kampf bei Respect im vergangenen Jahr bei Respect 10 war nicht, gar nicht so, wie wir das uns vorgestellt haben im Vorfeld. Ich habe in diesem Kampf absolut nichts abrufen können. Der ganze Tag war wie vermurkst. Ich habe das den Leuten, die mir nahe sind, geschildert schon. Ich habe mich den ganzen Tag müde und schlapp und ausgelaugt gefühlt, obwohl jeder, der mich kennt, auch weiß, dass ich kein Gewicht mache und nicht abkochen muss oder ähnliches. Es war ein ganz, ganz seltsamer Tag. Ich bin zur Halle angekommen, bei der Halle angekommen. Und das Erste, was ich sagte, ist: Rafael, ich bin müde und ich bin schlapp. Und ich, Leute, mit denen ich das im Vorfeld nicht gesagt hatte, die im Publikum saßen und mich haben kämpfen sehen, sind im Nachgang zu mir gekommen und sagten: Was war los? So, wir kennen dich nicht so. Wir haben es in deinen Augen gesehen, dass du nicht anwesend warst. Ich kann es mir nicht erklären, ich habe das vorher noch nie so erlebt. Gut, es ist ausgegangen, wie es ausgehen musste. Ich habe den Kampf verloren. Der Alex ist auch ein starker Gegner gewesen. So wie alle meine jetzigen Gegner sind. Umso schöner ist es, heute wieder mal Leistung zeigen zu können und abrufen zu können. Fit zu sein und zu zeigen, dass es nicht so ist, dass die Jugend einen wirklich unbedingt überholen muss, sondern dass man hier und da noch mithalten kann, nicht in der Top-Liga. Ich weiß, die jungen Wilden, ihr wisst, wovon ich spreche, die Sportler und sonst wissen, wovon ich spreche, die jetzt nachkommen, die Jungs aus unserem Club, der LOM, Abos, Ronas, die sind alle viele Level über mir, aber es reicht immer noch, um auf so großartigen Veranstaltungen wie hier die GMC mitmachen zu können. Ja, du sagst halt, was die jungen Wilden, dazu gehört ja ohne Frage auch der Fabian Hindenberg, der war ja nicht umsonst Newcomer des Jahres 2013 bei Ground & Pound. Wir wissen ja auch, der Fabian ist auch jemand, der gut im Stand ist, der eigentlich überall gut ist. Rafael, das ist meine Frage an dich. Wie schwer war es eigentlich jetzt heute, den Mick auf den Fabian einzustellen? Das war gar nicht das Problem. Bei Mick, der hat ja ein technisches Repertoire, das ziemlich ausgeprägt ist. Die Frage war, kann er es abrufen? Und das war das Problem beim letzten Mal. Also kriegen wir den mental hin, das abzurufen, was er kann. Den Gameplan macht er im Prinzip selber oder mit uns auch zusammen, aber das ist nie das Problem. Und das Problem ist dann im Kampf, da drauf zuzugreifen. Und da hatten wir diesmal ein deutlich besseres Gefühl. Also sowohl in der Vorbereitung, als auch jetzt heute an dem Tag. Das war ein ganz anderes Gefühl, was wir hatten. Ja, man hat das Gefühl gehabt, du warst heute richtig on point. Du warst heute wirklich anwesend gewesen und nicht nur rein physikalisch. War das jetzt daran, dass letztes Mal der Tag so vom Mox lief und jetzt lief alles so super? Oder hat man auch vielleicht irgendwie Coaching gemacht, irgendwie Mental Coaching, irgendwas da oder da irgendwas gemacht? Oder hast du irgendwas, was hast du verändert? Weil es sind zwei verschiedene Menschen. Also einmal bei Respect, das war ein anderer Mick und heute war auch ein anderer Mick. Ich habe nichts verändert. Ich habe, wie gesagt, für mich erstmal, ich habe an dem Tag bei Respect das nicht verstehen können. Jeder kennt das, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt oder zu Hause ist. Man weiß, Training beginnt gleich und man denkt sich, oh, keine Lust heute. Okay, man zieht sich an, geht hin,
bandagiert sich die Hände, wärmt sich auf und dann kommt das Gefühl und die Atmosphäre und die Leute sind da und dann ist man da präsent. An diesem Tag bei der Veranstaltung von Respect 10 ist dieser Punkt des Daseins wirklich nicht eingetreten. Ich bin angekommen, ich sagte, ich bin müde. Meine Coaches wollten mir die Hände bandagieren. Ich habe gesagt, ja, mach erst die von iTech. Ich habe keine Lust gerade. Ich bin nicht wach geworden. Danke. Ja, du hast gerade auch noch was sagen, Raphael. Ja, also wir haben im Training ein bisschen was umgestellt. Wir haben weniger explizite Techniken gemacht, sondern einfach dieses schnelle Umschalten. Das heißt, auch wenn man unter Druck gerät, Mick zieht sich ja gerne zurück, dann, wenn er in so einer Phase ist, wo er nicht alles abrufen kann. Und dann haben wir gesagt, immer zurückkommen. Und das schnelle Umschalten, das schnelle Nachsetzen und sowas, das war mir ganz wichtig. Und das haben wir auch gemacht. Also es hat auch funktioniert. Da ist immer besser reingekommen. Ja, man hat gesehen, dass es, ja. Soll ich dazu noch was sagen? Achilleas Chalkidis, der mich wirklich eine komplette Runde lang nur dominiert hat und mich nur in die Ringecke gedrückt hat und den ich nicht aus den Füßen bekommen habe, an mir hing wie eine Klette, hat ja seinen Kampf nicht so erfolgreich bestreiten können gegen Fabian Hindenberg. Die Tatsache, dass ich ihn jetzt besiegt habe, Fabian Hindenberg, macht für mich persönlich diese Punktniederlage gegen Achilleas Chalkidis auch ein bisschen wieder wett. Ja, ne, also wie gesagt, also heute hat man dich ganz anders gesehen. In dem Moment, wo du Top-Position hattest, du hast ja auch wirklich direkt mit Ground and Pound ihn danach gesetzt. Du hast ihn dann im Endeffekt ja auch gar keine Chance mehr gelassen. Wie wichtig war das für dich heute, diesen Sieg einzufahren? Klar, jeder Sieg ist wichtig, aber gerade nach zwei Niederlagen, gerade wo man mit einer Leistung hatte, mit der man nicht unzufrieden war, wie wichtig ist es jetzt heute bei der Veranstaltung, die ja so ein bisschen unter diesen ganzen Titel so Young Blood steht, so Junge gegen etwas ältere Kämpfer, aber heute hat der alte Hase ja gewonnen, ne? Also über das alte Hase sprechen wir gleich nochmal privat. Okay. nein, nur Spaß natürlich. Ja. Ich habe, wie gesagt, Fabian ist jetzt 20, hat seine 4 Profikämpfe bis jetzt gewinnen können, war Newcomer des Jahres im vergangenen Jahr. Nicht ohne Grund, er ist ein starker Junge, sein Vater ist sein Trainer und hat bestimmt noch eine gute Zukunft vor sich. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Heute war ich der stärkere Mann, offenbar. Das hätte auch anders ausgehen können, in dem Fall habe ich gewonnen. Ich freue mich drüber. Meine Trainer haben mir sehr geholfen dabei, die Sponsoren Phantom, die mir trotz meiner vergangenen Niederlagen noch beigestanden haben, bei denen möchte ich mich bedanken. Mein Chef, mein Manager, District Manager Zach, der mich immer ein bisschen freistellt um die Wettkämpfe herum, dem möchte ich an dieser Stelle danken. Thanks, Jack. Und ja, die Jungs vom Club wissen Bescheid. Den Jungs vom KSK Neuss, dem Ringerverein, wo wir mit trainieren, bei denen möchte ich mich bedanken. Familie, Frau, alle wissen Bescheid. Hast du noch jemanden, den du grüßen möchtest? Nein. Oder? Nein, aber nochmal zur Wichtigkeit. Da wir nicht wussten, woran das liegt und man nicht so in ihn reinschauen kann, war das schon enorm wichtig zu sehen, dass er das abgreifen kann und dass man in der Vorbereitung ein bisschen was steuern kann und auch ein bisschen jetzt besser beurteilen kann, wie er drauf ist. Also das fühlt sich anders an heute, als sich das damals angefühlt hat. Und das war schon wichtig. Also schon enorm wichtig, weil wir jetzt wieder das Gefühl haben, so Werkzeuge in der Hand zu haben, womit man arbeiten kann. Das hatten wir vorher nicht, weil wir überhaupt nicht wussten, was los war. Ja, das Gefühl habe ich auch von außen gehabt, deswegen habe ich auch so oft nachgefragt gehabt, weil das ist immer eine Sache, wenn man merkt, eine Technik klappt nicht, die Technik kann man feilen, aber wenn man merkt, irgendwas mit dem Kämpfer mental stimmt nicht, wo packt man da an? Aber super, dass ihr es umgesetzt habt. Ich bedanke mich nicht ganz recht jetzt bei euch beiden und wenn ihr weiter schöne Interviews sehen wollt, kommt auf www.gnp-tv.de. Vielen herzlichen Dank für eure Zeit und danke euch fürs Interview. Ne? Danke dir. Super ist.